Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Postmortem-Box von Jigsaw. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Postmortem von Jigsaw, das Ganze am 31.08., sprich heute, erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Gut, am besten hier an der Seite an diesen Schweißnähten öffnen. So, wir haben hier eine recht große Box in Schwarz und Rot designt. Und zwar haben wir hier in der Mitte zwei gekreuzte Macheten in Rot. Darüber lesen wir Postmortem Jigsaw. Und dann haben wir hier auf den kompletten, also auf der kompletten Fläche hier, diese zwei gekreuzten Macheten und zwei gekreuzte Handschellen, die hier in so einem Glanzschwarz aufgebracht wurden. Sehr schön. Hier lesen wir auch nochmals in dieser Glanzoptik Postmortem und Jigsaw. Hier lesen wir dann nur Jigsaw. Hier nochmals Albumtitel und Interpret und hier wieder nur Interpret. Auf der Rückseite haben wir die Credits und einen Barcode. Gut, das Ganze eine Clubbox, geht dann hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt mit dabei. Dann haben wir das Album an sich, Postmortem. Die Bonus-EP Wie ein Mann. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Einen Schlüsselanhänger hier in so einem kleinen Etui. Ein Poster. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Dann zwei Sticker, aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind das so Abzieh-Tattoos. Dazu kommen wir noch. Dann ein Alpha Music Empire Sticker. Und dann haben wir hier noch einen Zettel, einen Schriftverkehr vom Amtsgericht Hagen, also einen Haftbefehl. Gut, die Box von innen glattschwarz. Machen wir die mal zur Seite. Und nachdem das Album hier noch in Folie ist, werden wir das Ganze mal aufschneiden. So. Vielleicht kurz was zum Albumtitel Postmortem. Das ist lateinisch, Latein, und heißt so viel wie nach dem Tod. Also Post heißt so viel wie nachher, nach, und Mortem ist eben der Tod. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also wir haben hier Alpha Music Empire präsentiert. Dann haben wir hier Jigsaw mit, wenn ich es richtig entziffere, kyrillischen Zeichen auf dem Handrücken, sieht aus wie ein Brandzeichen, und hier lesen wir dann Postmortem Jigsaw. Hier in der Hand mit halboffener, also die eine Seite ist offen, einer Handfessel, einer Handschelle, und hier ein Klingenmesser. So sieht das aus. Standard Jewelcase. Auf der Seite lesen wir dann ebenfalls Jigsaw Postmortem, und dann haben wir hier die Tracklist. Die Tracklist hier in römischen Schriftzeichen gehalten, also wir haben hier insgesamt 15 Tracks. Und wir haben Features von Kollega, Farid Bang, Gent, Samarita, 18 Karat. Also hochwertige Features und auch hier wieder Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So, wir haben hier einmal die diversen Tracks, inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat. Und dann haben wir hier den Interpreten Jigsaw abgebildet mit Baseballschläger. Das dürfte wohl ein Schrottplatz sein. Weitere Aufnahmen von Jigsaw und weitere Tracks. Zieht sich jetzt hier so durch. Hier mit dem Labelboss Kollega abgebildet. Und hier zum Abschluss haben wir noch eine Danksagung
und Credits. Auf der Rückseite dieses Booklets lesen wir noch Alpha Music Empire. So sieht die CD aus. Post-Mortem Jigsaw lesen wir hier. Und auch hier nochmals in Schwarz-Weiß ist er abgebildet. Dann haben wir mit dabei die Instrumentals zum Album. Die kommen hier in einer Papphülle in einem Digisleeve. 1:1, wie auch schon das Albumcover designt, nur mit dem Zusatz Instrumentals. Auch hier wieder 15 Tracks angeführt. So sieht das aus. Wie gesagt, Digisleeve. Und ebenfalls in einem Digisleeve erhalten wir die Bonus-EP, die Wie ein Mann-EP. Sieht so aus. In Schwarz und Rot wieder designt. Und auf dieser haben wir insgesamt 5 Tracks. Und wir haben hier Features von Hurricane, Double, Mert und Sipo. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sipo und Hurricane, ich hoffe, ich spreche die beiden richtig aus, sagen mir bislang noch nichts. Werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. So sieht dann die Album- bzw. die Bonus-EP-CD aus. Und wie gesagt, das Ganze in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Dann haben wir ein Sticker, beziehungsweise 3 Sticker. Also einmal diesen hier. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, sogar falsch rum. Nein, oh ja, ist schon so richtig. Also, das Ganze ist doch ein Abziehtattoo. Ich denke gerade, das ist spiegelverkehrt, denn man kann das hier dann abziehen, die Folie, und sich das Ganze dann auf die Haut drücken und dann mit, hier haben wir sogar temporäres Tattoo, hier haben wir dann die Gebrauchsanleitung, wie das Ganze dann geht. Also, das und das, die Tattoos, diese Abziehbildchen, und dann haben wir hier noch einen Sticker von Alpha Music Empire mit dabei, also ein Sticker und 2 Abziehbildchen, 2 Tattoos. Dann haben wir eine Autogrammkarte, sieht so aus, mit goldenem Stift hier unterschrieben, Jiggy. Auf der Rückseite Deus Maximus, okay, ungewöhnlich. Hätte ich jetzt erwartet, dass hier Alpha Music Empire abgebildet ist, aber in dem Fall hier Deus Maximus, das Modelabel von Kollega. Dann haben wir dieses kleine schwarze Etui mit Jigsaw beschriftet. Und zwar dürfte es sich hier um den Schlüsselanhänger handeln. Wir schauen mal hinein, jawohl. Also, wir bekommen hier einen Schlüsselanhänger mit 2 Elementen. Und zwar haben wir einmal den Jigsaw-Schriftzug und dann hier eine silberne Machete mit dabei. Und hier auf diesem Schlüsselanhänger, auf diesem Bund, lesen wir hier dann noch Wie ein Mann rundherum. So sieht das aus. Kann man gut verwenden als Schlüsselbund. Und hier hinten haben wir dann noch Alpha Music Empire stehen. Und hier auf der Rückseite der Machete haben wir dann nochmals so rum einen, ich hoffe man kann das sehen, einen Jigsaw-Schriftzug. Gut, dann haben wir mit dabei diesen Haftbefehl. Also hier sehen wir eben abgedruckt gegen den Beschuldigten Nusan Koskun oder Choskun. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig ausspricht. Geboren am, ist natürlich geschwärzt, türkischer Staatsangehöriger, wird die Untersuchungshaft angeordnet. Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, in Hagen am 13.07.2017 eine andere Person mittels eines gefährlichen Werkzeugs körperlich misshandelt zu haben. Und dann haben wir hier eben die entsprechende Anklageschrift. So sieht das aus. Okay. Also, ich hoffe mal für euch, dass ihr so etwas nie an euch, an eure Adresse zugestellt bekommt. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und zwar haben wir hier einmal Jigsaw Post Mortem, lesen wir auch hier wieder. Und hier im Hintergrund
diverse Männer abgebildet, die hier mit Ratingen Trikots stehen, allesamt mit Balken vor den Augen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Grafik, die wir auch schon aus dem Booklet kennen, hier Jigsaw Postmortem, hier mit Baseballschläger auf dem Schrottplatz. Also, das Poster beidseitig bedruckt und beide Seiten im Querformat. Und als letzten Boxinhalt, wie so oft, haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und zwar sieht das Ganze so aus. Wir haben hier ein weißes Shirt und dann haben wir hier schwarz die Schrift Ja Hero, Ja Mero stehen. Und das Ganze kommt aus dem Kurdischen und das heißt so viel wie alles oder nichts, beziehungsweise Held sein oder Tod oder Held sein oder sterben. Also ist echt so ein krasser Gegensatz. Also wirklich so alles oder nichts, entweder siegen oder sterben, mehr oder weniger. Sehr oft verwendet dieser Spruch. Sieht man auch ab und zu so als Tattoos. Und dann haben wir hier auf der Rückseite diesen Neckprint hier, Alpha Music Empire. Und wir haben es bei dem Shirt zu tun mit einem B und C in der Größe L, und zwar eine B und C E190. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Hier unten steht es, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit dem schwarzen Schriftzug hier im oberen Brustbereich. So sieht das aus. Ansonsten glatt weiß. Und natürlich haben wir dann auch noch den Neckprint auf der Rückseite. Ich muss ganz ehrlich sagen, rein von der Message bzw. hier von der Schrift gefällt mir das richtig gut, obwohl es farblich ja relativ schlicht gehalten ist in weiß und schwarz. Aber in meinen Augen kann man das auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann die unterschriebene Autogrammkarte, diese beiden Tattoos, der Alpha Music Empire Sticker, die Bonus-EP mit 5 Tracks, die Instrumentals zum Album, der Schlüsselanhänger mit 2 Elementen dran, das Poster beidseitig bedruckt im Querformat, diese Kopie von Jigsaws Haftbefehl und natürlich das Album an sich Postmortem inklusive 15 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Postmortem von Jigsaw. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jigsaw unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.